zu einem feurigen Wochenende begrüße ich euch zurück in Sonic Mania, meinem Sonic und Tails Durchgang. Öl, Ocean und Feuer? Ja, das ist eine echt heiße Angelegenheit. Ich kann allerdings versprechen, der heutige Bosskampf wird mich mehr zum Schwitzen bringen als alles andere hier. Jetzt stellen wir uns zunächst einmal den Miniboss. Mit Super Sonic mal wieder eine einfache Angelegenheit. Act 2. In der Randopolis-Zone habe ich es ja gesagt. Dieses Zeitspiel mit dem Hebel, dies werden wir in Sonic Mania noch einmal sehen. Wird der Ocean-Nebel zu dicht, dann verlieren wir Ringe. Quasi gesagt die Geister aus der Randopolis-Zone. Woo!
Das ist ein ganz schöner Kraftakt bis heute gewesen an dieser Stelle. Ich spiele seit der Hydro City zumindest sehr verunsichert irgendwie. Zeit, das etwas aufzulockern. Bonus-Stage-Zeit, wir flippern. Wir haben beim Eckende in der Ocean Zone kleine U-Boote. In diese können wir abtauchen. Mit den Speedruns sind sie definitiv nicht zu empfehlen, aber da sie übersprungen werden können. Wir nehmen sie heute mal just for fun mit. Der heutige Kampf gegen den Doktor, ja, er hat mich echt zum Schwitzen gebracht. Okay, wir ziehen es durch, würde ich meinen. Zweiter Versuch. Meh 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 me
Ach, ein dritter Versuch geht noch. Vierter Versuch. Ach, wir haben noch einen fünften Versuch, habe ich gehört. Mama mia, heute ist wirklich der Igel mal wieder drin. So, Jana, endlich. Es hat heute nicht sein sollen irgendwie, aber die Ocean Zone haken drunter. Sie liegt nun hinter uns. Bis morgen, sage ich, zur Lava-Wave-Zone.